Ein Hallo an alle Fans des Scambaiting, hier ist wieder der Callcenter Crusher. Im heutigen Video gibt es Teil 2 der bunten Tüte. Viel Spaß dann mit diesem Video. Nach dem Intro starten wir durch. Ja, bitte. Hallo und schönen guten Tag, Herr Mösch Klopfer. Nina mal spricht am Apparat. Wen wollen Sie bitte sprechen? Mit Herrn Natkunasigam. Bitte? Welche Sprache sprechen Sie? Wie bitte? Welche Sprache sprechen Sie? Wen wollen Sie sprechen? Sind Sie normal? Haben Sie im Kopf alles in Ordnung? Wer sind Sie überhaupt? Was sind Sie eigentlich für eine bescheuerte Kuh? Arschloch, fick dich. Ja, fick dich selber, du Penner. Ja, bitte? Hallo, grüße Sie, spreche ich mit hier Schafgabe, richtig? Das ist richtig, ja. Adriana Lux am Telefon, hier Schafgabe von Bitcoin 360, wobei Sie sich angemeldet haben, jetzt gerade, stimmt? Ja, das kann sein, ja. Ja. So, ich habe die Daten bekommen. Ich bin Ihre Kontomanagerin, okay? Ich kann Ihnen die Information geben, wie das alles bei uns funktioniert und danach können wir schon Konto aktivieren. Okay? Okay. Okay. Sagen Sie mir mal bitte Bescheid, ob Sie irgendwelche Erfahrungen schon mal gesammelt haben in diesem Bereich. Oder Sie sind Anfänger, Beginner? Nee, ich bin kein Beginner. Sie haben schon Erfahrung, ne? Richtig. Okay, gut. So, hier, Schaffgabe. Ich gebe Ihnen Informationen, ja? Was bekommen Sie, also was für einen Service bekommen Sie von uns, ne? Von unserem Unternehmer. So, Sie werden nicht alleine handeln bei uns, ne? Sie bekommen einen persönlichen Finanzexpert, der Ihnen dabei hilft, okay? Mit Informationen, Analysen, frischen Signalen und so weiter und so fort, ja? Der öffnet und schließt die Positionen für Sie auf der Finanzbörse, okay? Und Sie kontrollieren natürlich von Ihrer Seite alles. Sie bekommen ein aktives Konto unter Ihrem Name und Nachname und natürlich Sie haben Zugriff mit Ihrem Konto. Jederzeit können Sie sich anmelden, Ihre Profite überprüfen und natürlich bekommen Sie einen Anruf von Ihrem Finanzexpert. Ja? Mit unserem Protokoll, es ist ja während 24 Stunden. Ne? Ich kann nicht jetzt gerade fast den Termin vereinbaren, weil ich weiß es nicht, wann der Zeit hat. Okay? Und genau deswegen, spätestens morgen bekommen Sie einen Anruf von ihm und werden Sie Ihre Finanzexpert kennenlernen und erste Positionen auf der Finanzbörse aufmachen. Okay? Sie haben interessiert mit Bitcoin. Genau, stimmt? Ja, das ist möglich. Okay. Gut, und haben Sie irgendwelche Fragen, bestimmte Fragen oder haben Sie soweit alles verstanden? Ja, ich sehe gerade, Sie rufen aus Deutschland an. Wo sitzt denn Ihre Firma? Genau, stimmt. Wir sitzen, also unser Hauptsitz in Großbritannien, im UK. Aha. Aber wir haben Filialen in Deutschland, ja, in Berlin, auch in Schweiz und Österreich, ne? Okay, und wo haben Sie den Sitz in Berlin? Genau, stimmt. Ja, und wo in Berlin? Hallo? Ich höre Sie nicht mehr. Kennen Sie Ihren eigenen Sitz in Berlin nicht? Hallo? Warum sagen Sie nichts? Ist Ihr Telefon kaputt? Hallo? Ja, bitte? Ja, schon gut. Hallo? Hallo? Ja, guten Tag, Brigitte Döber am Apparat von der Firma Pegasus. Ich habe hier den Herrn Paul Rüdiger. Bin ich hier richtig verbunden? Paul Rüdiger ist mein Vorname. Okay, Brigitte Döber ist mein Name. Ich melde mich von der Firma Pegasus. Es geht bezüglich über Trading. Sie nennen mich bitte nicht mit dem Vornamen, sondern mit meinem Nachnamen. Also Herr Rüdiger. Mein Nachname. Paul Rüdiger ist mein Vorname. Wir kennen uns ja nicht so gut, dass wir uns duzen. Ja, bitte? Guten Tag, spreche ich mit Joachim Melzer-Lochfer, ja? Ja, das ist richtig.
Herr Joachim, ich bin Dario Coronel von der Deutsche Börse Gruppe. Ich kontaktiere Sie bezüglich Ihrer Online-Registrierung und Ihrer Interesse an Kryptobörse. Ah, Sie sind von der deutschen Börse. Warum arbeiten Sie denn am Sonntag? Ja, wir arbeiten also am Sonntag. Die Börse hat doch sonntags zu. Aber wir sind Kontoberater, ja? Ah, wir helfen ein Konto aktivieren, ja, können Sie am Morgen Onlinehandel anfangen. Ah ja, okay. Okay, Herr Joachim, Sie sind neu in diesem Bereich oder haben Sie schon Erfahrung? Nö, ich bin neu in dem Bereich. Okay, auf dem Finanzmarkt, ja, also Herr Joachim, kaufen Sie eine Vermögenswert, ein Aktiv. Mehlsackklopfer ist mein Name, wir duzen uns ja noch nicht. Herr Joachim Mehlsackklopfer. Mehlsackklopfer, okay, Mehlsackklopfer. Herr Mehlsackklopfer. Also auf dem Finanzmarkt kaufen Sie eine Vermögenswert, ja, und nach einer Zeit lang, wenn der Preis steigt, können Sie diese Vermögenswert, diese Aktiv verkaufen und davon profitieren, ja. Das heißt, kaufen Sie billiger und verkaufen teurer. Und deswegen, unser Unternehmen bietet Neuansteigern eine Einstiegsplattform, ja. Die letzte Autoroboter-Software, die letzte Version Megatrader 5, ja, die Ihnen hilft, automatisch zu handeln und die richtige Zeitrahmen zu erwischen. Außerdem bekommen Sie eine persönliche Expertberater, für Sie einen Handelsplan erstellt, ja. Können Sie durch die Strategie von Ihrem Expertberater aus kurzer Zeit Ihr Kapital vermehren, ja? Mhm. Also, es gibt bei uns drei Optionen. Mit 250 Euro, mit 500 Euro und also mit 1000 Euro, ja? Ja. Und, wenn Sie mit mindestens Betrag anfangen, mit 250 Euro, können Sie von dieser Investition jede Woche, ja, 50 Euro Gewinn bekommen. Wenn der Finanzmarkt ausreicht, ja, flexibel ist, können Sie mehr Gewinn bekommen. Ja. Sie bekommen von unserer Expertberater Websignale und Sie können in kurzer Zeit gute, wünschenswerte Gewinne zu erzielen. Ja, okay. Okay, Herr Melzach-Köffer, mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Naja, erstmal wollte ich gerne ein bisschen was über Ihre Firma wissen, bevor ich investiere. Über unsere Firma, ja? Ja, richtig. Wie heißt okay, denn Ihre Firma? Unsere Firma ist Deutsche Börse Group, ja? Deutsche Börse. Börse Group, ja. Deutsche Börse Group. Okay, ja, ihr, jetzt, ja, ich schicke Ihnen per E-Mail, ja, alles über unser Unternehmen und gebe Ihnen unsere offizielle Zeit, ja, können Sie prüfen und danach können wir telefonieren, okay? Ja, Augenblick, Sie sagen Deutsche Börse Group. Das heißt also, ja, Sie sind eine deutsche Firma, richtig? Ja, deutsche Firma, also können Sie in Google, ja, können Sie ja, ich verstehe da nicht, warum Sie mit einer belgischen Telefonnummer anrufen. Aber es ist eine Privattelefonnummer, ja, jeden Mal kann diese Telefonnummer ändern, ne? Verschiedene Telefonnummern. Bitte, das habe ich nicht verstanden. Das ist eine private, persönliche Telefonnummer. Ja, aber Sie rufen doch von der deutschen Börse an, dann können Sie doch auch mit der Firmenrufnummer anrufen. Warum rufen Sie denn mit der privaten Nummer an? Aber jeden Kontoberater hat ja ihre eigene Telefonnummer. Ja, aber man ruft doch normalerweise, wenn man von einer Firma aus anruft, dann ruft man doch auch mit deren ja, Rufnummer an. Ja. Wir rufen Sie von Firma an. Ja, ja, aber Sie rufen ja nicht mit der Firmenrufnummer an. Und vor allem, Sie, offensichtlich, wo wohnen Sie denn in Belgien? Nein, in Belgien. Nein. Unser Unternehmen besteht in Österreich, Deutschland, also Switzerland. Ja, ja, aber warum rufen Sie dann aus Belgien an? Wir rufen nicht aus Belgien an. Doch, wir rufen aus Deutschland. Natürlich. Ich sehe es doch an der Rufnummer, dass Sie aus Belgien anrufen. Aber es ist ja eine Firmennummer, deswegen da steht Belgien vielleicht. Ja, eben, wenn es eine Firmenrufnummer ist, warum rufen Sie dann nicht mit einer deutschen Nummer an, wenn Sie aus Deutschland sind?
Keine deutsche Firma ruft mit einer belgischen Nummer an. Okay. Ja. Erklärt es doch einfach mal. Hallo. Herr Melzack-Köfer, also es ist meine private Nummer, ja, deswegen da steht Belgien. Okay, also Sie sind eine deutsche Firma, okay, dann sind Sie doch mit Sicherheit auch bei der BaFin gelistet und registriert, richtig? Ja, wir registriert in Deutschland, ja. Ja, bei der BaFin nehme ich an, richtig? Ja. Okay. Das ist schon mal gut. Unter welchem Namen ist Ihre Firma denn registriert bei der BaFin? Ja, also, hey, Melzack-Köfer. Ja. Jetzt schreibe ich Ihnen per E-Mail, okay? Ja, das können Sie mir doch einfach sagen. Ja, was möchten Sie? Der Name, unter dem Sie bei der BaFin registriert und reguliert sind. Oder die Unternehmens-ID, mit dem Sie bei der BaFin registriert sind. Ja, wir sind offiziell registriert in Europa, ja? Ja, aber Sie sind eine deutsche Firma, da müssen Sie ja auch bei der BaFin registriert sein. Ja, wir registriert in BaFin und so weiter. Dann sagen Sie mir doch einfach mal die ID oder das Unternehmen, mit dem Sie da registriert sind. Ja, unser Unternehmen ist registriert, also Herr... Ja, unter welchem Namen? Deutsche Börsegruppe. Deutsche Börse. Ja? Grob. Ja. Noch so irgendwas? AG dahinter oder nicht? Wie bitte? Sie wissen nicht, wie Ihre eigene Firma bei der BaFin registriert ist. Deutsche Börse Group. Deutsche Börse Group. Ja. Okay. Das kann ich ja überprüfen. Ja. Nein, Deutsche Börse Group ist nicht bei der BaFin gelistet und reguliert. Aber was haben Sie jetzt im Google geschrieben? Nee, nicht bei Google, ich habe bei der BaFin überprüft. Okay, vielleicht haben Sie etwas falsch geschrieben. Nein, Deutsche Börse Group, haben Sie mir gesagt. Ja, Deutsche Börse. Ja, und die ist nicht bei der BaFin gelistet und registriert. Okay, jetzt per E-Mail, ja, schicke ich Ihnen den richtigen, ja, Namen. Ach, dann haben Sie jetzt was Falsches gesagt? Nein, vielleicht haben Sie etwas falsch geschrieben. Oder? Nein, Deutsche Börse Group ist ja wohl einfach zu schreiben. Ich habe es richtig vielleicht geschrieben. Vielleicht haben Sie irgendwelche, Punkt oder etwas, verpassen. Deswegen, Deutsche Börse Group, drei Worte. Ganz einfach. Und die ist nicht bei der BaFin registriert und gelistet. Ja, bitte. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Karl, Emilia ist mein Name von Express. Wen wollen Sie bitte sprechen? Ich wollte Karl sprechen. Ja, welchen Karl? Hier wohnen mehrere Karls. Ich entschuldige mich. Eine Sekunde. Ich kontrolliere. Melzack Klopfer sprechen. Ah ja, okay. Ja, der ist dran. Ja, super. Emilia ist mein Name. Ich rufe Sie von expresstrade.com an. Das ist Online-Tradings-Plattform, Bitcoin-Handelsplattform. Ich habe gesehen, Sie haben sich auf unserer Plattform ein Handelskonto registriert. Ja, deswegen möchte ich Ihnen kontaktieren. Ah ja, okay. Mhm. Also, wenn Sie jetzt verfügbar sind, ich möchte Sie informieren auf unserer Plattform, wie funktioniert eigentlich und so weiter.
Ich möchte zuerst mal fragen, haben Sie eine Erfahrung mit Online-Handel oder das ist das erste Mal für Sie? Nee, das ist nicht das erste Mal. Okay, Sie haben schon keine Erfahrung. Nein, verstehen Sie kein Deutsch? Ich sagte, ich habe Erfahrung. Ach so, Sie haben Erfahrung. Okay, auf welcher Plattform haben Sie eine Erfahrung? Na, das spielt ja keine Rolle. Okay. Möchten Sie Ihr Konto auf unserer Plattform aktivieren? Ja, vielleicht sagen Sie dann erstmal ein bisschen was über Ihre Plattform. Okay. Also, es gibt zwei Systeme auf unserer Plattform: automatisch und manuelles System. Auf automatisches System, es gibt einen Robot, wie heißt das, Algorithmus. Mit diesem System, Sie brauchen nichts zu tun eigentlich, weil der Roboter macht alles für Sie, ja? Und das zweite System ist manuelles System. Also das System ist für erfahrene Leute geeignet, da sie alles manuell selber machen müssen. Daher empfehle ich Ihnen natürlich das automatische System, weil der Roboter die besten Kurse für Sie automatisch verfolgt, ja? Ja. Und also haben Sie ein besonderes Interesse, zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, Gold, Öl, Amazon, Pfizer, Tesla oder vielleicht im Moment nicht? Doch habe ich ja Kryptowährungen. Okay, welche Kryptowährung haben Sie ein besonderes Das weiß ich noch Interesse? nicht so ganz genau. Das muss ich mir noch überlegen. Okay. Also, das ist kein Problem. Haben Sie einen Kontobetreuer oder haben Sie einen Alleintrade gemacht? Ich habe bis jetzt alleine getradet. Okay. Also, wir haben auf unserer Plattform kostenlosen Kundenservice, ja? Nachdem Sie Ihr Konto bei mir aktivieren, werden Sie ein persönliches Account Manager haben, der für Fragen für Sie immer zur Verfügung stehen wird. Mit Ihnen zusammen mit ihr auch gemeinsam Trading-Positionen eröffnen. Und diese Person wird Sie auch per E-Mail oder per Anruf, wie Sie wünschen, kontaktieren und Ihnen neue Tipps und Informationen geben für neue Investitionen, die gerade Potenzial haben. Wir würden kontaktieren per E-Mail oder per Anruf. Welche am besten für Sie? Normalerweise Anruf, aber wie gesagt, das ist ja noch erstmal, dann kann ich ja mit dem sicherlich mal sprechen. Okay, also, was möchten Sie genau wissen? Ich weiß ja noch nichts über Ihre Firma. Sie haben ja im Prinzip noch nichts über Ihre Firma gesagt. Also, okay, aber Sie haben schon ein Konto registriert auf unserer Plattform? Ja, aber das wusste ich ja vorher gar nicht. Man weiß ja gar nicht, wo man dann plötzlich ist. Okay, was möchten Sie genau wissen? Ich Ja, möchte behilflich sein. wo sitzt Ihre Firma? Wir sind in Schwaz. In der Schweiz. Und warum rufen Sie dann mit einer Nummer aus England an? Also wir sind ein Callcenter, deswegen es gibt viele verschiedene, also Handynummer. Ja? Aber normalerweise aber kenne ich das so, dass die Bank, mit der ich zusammenarbeite, mich mit ihrer Firmennummer anruft. Und nicht mit und also Sie sind keine deutsche Firma, sondern Sie sind eine Schweizer Firma, richtig? Ja, aber wir arbeiten nicht nur in Schweiz, wir arbeiten Deutschland, Österreich und Schweiz. Ja, wo sind Sie denn jetzt registriert als Firma? In welchem Land ist der Hauptsitz Ihrer Firma? Also, okay, wir können das so machen. Ich werde Ihnen eine Information Mail schicken, Sagen dann Sie es wir mir doch können. einfach. Es kann ja nicht so schwer Okay. sein. Okay, stellen Sie Ihre Frage. Ja, in welchem Land ist Ihre Firma gemeldet? Wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma? Also, das ist so. Wir sind in Schweiz, aber glaube ich, Sie haben eine Webanzeige gesehen und dann Sie haben sich mit Ihrem Handynummer und mit Ihrem E-Mail-Adresse ein Handelskonto registriert auf unserer Plattform. Aber wir sind in Schweiz. Aber wir arbeiten nicht nur in Schweiz. Wir arbeiten Deutschland,
also Österreich und Schweiz. Verstehe, haben Sie meine Frage nicht verstanden? Wo ist der Hauptsitz Ihrer Firma? In London. Ach, warum, so, warum war das so schwer, das zu beantworten? Okay, in London. Ah ja, okay, in London sitzen Sie. Ja. Okay, dann, dann haben, sind Sie da sicherlich auch reguliert bei der, in London, richtig? Ja, natürlich. Okay, und wo sind Sie reguliert? Also, Sie können alles recherchieren auf unserer Website, Beantworten Sie ja? doch einfach meine Fragen. Nein, ich möchte nicht, okay? Okay, dann möchte ich mit Ihnen nicht zusammenarbeiten. Okay, das ist Ihre persönliche Entscheidung. Richtig, genau. Okay. Wenn Sie meine Fragen nicht beantworten, dann habe ich kein Interesse. Ganz Ja, einfach. okay, das ist kein Problem. Ich lösche Ihre Daten auf unserer Plattform. Ja, Okay. gut. Okay. Und jetzt müssen Sie auflegen. Ja, bitteschön. Ja, legen Sie auf. Okay, ich wünsche einen schönen guten Tag. Wünsche ich mir auch, ja. Dankeschön. Mir auch, dir nicht. Wieso? Ja, weil Sie offensichtlich ein Scammer sind. Schlicht und ergreifend. Wenn Sie nicht mal sagen, wo Sie her sind und wo Sie registriert sind, wo Sie das alles nicht beantworten wollen, können Sie nur ein Scammer sein. Eine reguläre, seriöse Firma würde das beantworten können. Also Sie können auf unserer Plattform alles sehen, alles sehen. Ja, aber Fragen können Sie nicht beantworten. Wissen Sie das schon? Ihre Stimme ist sehr bekannt. Ja, ist doch schön. Dann hat es ja genau den richtigen getroffen. Okay, also ja. Sie sind nicht seriös, also glaube ich. Ich bin nicht seriös. Ja, sagt der Scammer zu mir. Sie sind ja ein ulkiges Persönchen. Ich bin nicht seriös, Ja. sagte der Scammer. Betrügt die Sie, Leute und sagte, ich bin nicht seriös. Ja, schon klar. Schon klar. Ja. Kann keine Fragen beantworten und ich bin nicht seriös. Mein Gott, Ja. sind Sie peinlich als Scammer. Und dann auch noch Sie so sind. schlecht vorbereitet. Himmel, die Berge. Dass sowas wie Sie überhaupt am Telefon arbeiten darf. So ein Trauerspiel. Naja, vernünftige, intelligente Leute gab es wahrscheinlich bei Ihnen nicht, ne? Ist schon klar. Okay, also Sie möchten Ihr Konto nicht aktivieren, glaube ich. Ach, so schlau sind Sie dann doch schon, dass Sie das gemerkt haben. Okay, naja, okay, auf Wiederhören, ne? Ja, wir werden uns sicherlich noch öfter hören. Okay, tschüss. Tschüss. Ja, dann leg doch auf. Okay, ciao. Du hast das Auflegen vergessen. Ja, bitte. Ja, schon guten Tag, spreche ich mit Jatana. Ja, ist richtig. Jatana, mein Name ist Kira Olsson von Handelsplattform Bitcoin, rufe ich Sie an. Ja. Haben Sie Zeit? Ich habe ein bisschen Zeit, ja. Okay, gut. Ich bin Ihre persönliche Kontomanagerin, okay. Sie haben sich bei uns also die Anmeldung gemacht, Ihre E-Mail-Adresse und die Telefonnummer eingegeben. Stimmt das, ja? Ja, offensichtlich, ja. Von Bitcoin Amazon rufe ich Sie an. Haben Sie kurz Zeit? Ja, hatte ich doch eben schon gesagt. Okay. So, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder ist das für Sie erst das Mal, Herr Tanner? Nee, ich habe schon ein bisschen Erfahrung. Okay. Wahrscheinlich mit Aktien oder Kryptowährung auch? Mit Aktien und Rohstoffen, ja. Mit Aktien und Rohstoffen. Okay, gut. So, aber Richtung Krypto, Richtung Bitcoin haben Sie keine Erfahrung. Nee, noch nicht. Nur mich ein bisschen informiert, mehr nicht.
Okay, gut, ja, Tana. So, in diesem Fall, wenn Sie keine Erfahrung, zum Beispiel Richtung Bitcoin, Amazon, keine Erfahrung haben, nach der Aktivation, wenn Sie bei uns aktivieren, Augenblick mal, Bitcoin, Amazon, das sind ja nun zwei verschiedene Sachen. Nein, schauen Sie, Sie haben bei uns Interesse Richtung Bitcoin, Amazon gezeigt. Sie haben eine Werbung über Bitcoin, Amazon gesehen und dort haben Sie sich registriert. Da war nichts von Amazon, da war ein Bitcoin nur. Aber trotzdem, Bitcoin 360 Eil. Trotzdem werden Sie, wenn Sie die, also 250 Euro investieren werden, werden Sie mit Bitcoin-Handel anfangen. Ja, und was hat das jetzt mit Amazon zu tun? Es ist eine Werbung, heißt Bitcoin Amazon, also einfach eine Werbung. Na gut, also mit Amazon habe ich kein Interesse. Alles klar, dann verstehe. Wenn Sie, habe ich schon gesagt, wenn Sie die Staatskapital investieren werden, Sie werden Richtung Bitcoin-Handel anfangen. Ja, gut, okay. Okay, so die minimale Summe an Stückskapital, es ist 250 Euro, Herr Tanam. Mit 250 Euro werden Sie Richtung Bitcoin-Positionen eröffnen und Handel anfangen. Aber nach der Aktivation, Sie bekommen einen Anruf von Ihrem persönlichen Finanzberater. Okay, Ihr Finanzberater arbeitet für Sie automatisch mit Algorithmus, Programm und mit Software-System. Deswegen... Sie brauchen nicht den ganzen Tag am Computer sitzen, ja? Was wir von Ihnen brauchen, es ist einmal wöchentlich nachzuschauen, wie viel Sie profitiert haben, ja? Zum Beispiel Ihre finanzielle Lage kontrollieren und wann und wie sollen Sie Ihre Profite auszahlen. Außerdem, Sie sollen die Transaktion selber von Ihrer Seite bestätigen. Wir machen einfach von uns gar nichts. Nach der Bestätigung 250 Euro wird automatisch abgebucht und auf Ihrem Handelskonto gutgeschrieben sein, ja? Sie kriegen ein privates Handelskonto, wo Sie sich jederzeit einloggen werden und Ihre Balance wird, können Sie immer überprüfen. Ja. Verstehen Sie mich, ja? Ja. Genau. Okay. Also außerdem, die Transaktion sollen Sie entweder mit PayPal, mit Kreditkarte oder Online-Überweisung setzen. Und danach, wenn Sie die Transaktion bestätigen werden, ich vorbereite für Sie ein Handelskonto. Das kriegen Sie mir alles per E-Mail-Adresse mit der Zugangsdaten. Und dann sollen wir einen Termin mit Ihrem Finanzberater vereinbaren. Haben Sie alles verstanden? Das habe ich soweit verstanden, ja. Okay. Haben Sie vielleicht Fragen oder soweit alles klar? Nee, ja gut, dann, wie gesagt, dann, also okay. 250 kann man einzahlen, richtig? Also erstmal sollen Sie natürlich mit Anfängerkonto, es ist 250 Euro, trotzdem natürlich können Sie mehr Geld investieren, damit werden Sie mehr Geld profitieren, ja? Aber für diese Anfänger, wir erstmal bitten Sie an, mit 250 Euro anzufangen. Welche Zahlungsmöglichkeit passt Ihnen, Herr Zanner? PayPal wäre in Ordnung. PayPal wäre in Ordnung. Okay, ich werde Moment Ihre E-Mail-Adresse überprüfen, ob Sie es korrekt eingegeben haben. Ja, damit machen wir einen Fehler. Frank Tanner, zweimal Nordpol, ja, nwnordpol@fukaruko.com. Haben Sie es korrekt? Ja, das ist richtig. Frank Tanner mit okay. R am Ende. R wie Richard, also Frank Tanner, R wie Richard am Ende. Richtig. Okay, gut. Sagen Sie mir bitte, woher kommen Sie, wenn ich fragen darf? Sind Sie ein Deutscher, ja? Natürlich. Mhm. Und was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf, Herr Tanner? Ich bin bei der Polizei. Mordkommission. Bei der Polizei, aber... Okay. Sehr gut. Gut. So, Moment bitte. Sie bekommen eine Rechnung, okay, vom PayPal-Administrator. Sie sollen die Instruktion folgen und die Transaktion mit 250 Euro bestätigen, natürlich, wenn Sie, ob Sie mit 250 Euro anfangen möchten, ja? Moment bitte, sind Sie gerade am Computer oder machen Sie das alles am Handy? Nee, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht am Computer, ich habe nur mit dem Handy. Handy haben Sie, okay. Ganz kurz bitte, Sie kriegen es von PayPal Administrator, Moment bitte. Und weg ist sie. Tja. Tja, seriös wie immer. Genau. Und natürlich habe ich keine E-Mail gekriegt. Ich verstehe gar nicht, warum ein so seriöses Unternehmen nicht mit einem Mitarbeiter der Polizei zusammenarbeiten will. Dies war nun also der zweite Teil der bunten Tüte,
demnächst weitere Videos zum Thema. Abonniert gerne meinen Kanal und drückt die Glocke, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Bis dahin habt eine gute Zeit und bleibt gesund. Tschüss, bis dann, euer Callcenter Crusher.